Willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Ja, wir kommen langsam voran hier. Ja, jetzt mal. Was brutzelt denn da? Das sieht nicht so gesund aus. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Strom aktivieren. Ah, da muss man hacken. Na, hallo? Ich hoffe, das haut so hin. Nein, natürlich nicht. Shit. Rein wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Stell von Tain schöne Grüße, du dreckige Ratte. Vielleicht kann ich an Udo Hege oder sowas besorgen. Ich hab die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Kiburz und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Okay, haben wir. Sehr schön. Ich dachte schon, das hätte ich vielleicht zerschießen können. Doch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Was mache ich jetzt hier überhaupt? Was macht das Sinn? Bin ich komplett falsch oder was? Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Keine Sister? Na gut. Ach, jetzt verstehe ich. Wir haben den Strom abgeschalten. Klar. Scheiß da. Ist wirklich hinter dir, hä? Ich hab's. Hat sie überlebt, ey.
Jo, hier auf dem Daddy. Oh, das ist kalt, ne? Jetzt hab ich den Daddy getroffen, ich glaub's nicht. Oh Mann. Komm ich hier weg? Kämpf mit mir! Fass sie nicht an! Ich hab andere Probleme. Echt andere Probleme. Ich wollte gar nicht auf den schießen. Das ist jetzt so schief gelaufen. Auch wenn du dich versteckst. Ach, leck mich. Aber Bild von dir machen wir schon, oder? Da ist nichts. Es ist nur das Dunkel. Ah. Ah, hältst du was aus? Ah. Oh, viel explosiv. Nee. Bin ich arm dran? Geht auch nur. Eine Little Sister, oder? Ich hab nichts mehr. Vielleicht. Bienvenido al amor, amigo. Keine Medibits? Das war ja klar. Ich habe ja nichts. Aber das war mir egal. Oh, dich haben wir. Nein. Was die sich immer wäre, ey. Ein Foto machen wir noch. Was ja schön war. Danke, dass du mir geholfen hast. Bitte. Was denn jetzt? Bist du da, Kleine? Oh, ich glaub's nicht. Der Sack hat's überlebt. Ich auch. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. Hände weg, ja, für mich wird's auch gleich Zeit fürs Heierbettchen. Das ist mein Kind! Mein! Du blöde Kuh! Eine Dusche wieder. So, alle guten Anläufe sind 3. Manchmal auf 40. Warte mal, gibt's da? Nee.
Mühsam ernährt sich hier das Eichhörnchen, das muss ich schon mal sagen. Jetzt tot oder? Oh, was ist denn mit dir? Hat nicht ich. Dich haben wir schon? Ja. Oh, ich habe einen Verbandskasten, ich werde weich. Glaube ich, höre Kamera. Vielleicht täusche ich mich ja. Okay, wir müssen garantiert runter. Das gibt's doch immer nicht, dass man da die passenden Teile immer nie findet. Ach, vergiss es. Da müssen wir runter. Gibt's denn schon was? Cool. Schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduselei leisten. Ist das nicht? Ist nicht? Ich dachte, ich mache da mehr Schaden und bringe das weg. Natürlich nichts mehr. Ah, ich bin schon armselig drauf hier. Die ziehen aber verdeutlicht viel ab, alle. Komm her, was? Ich wusste es doch, dass es geht. Gut, warte mal, jetzt gibt's bloß ein Versteck, oder? EMP-Bombenhülle? Und ein Kommentar des Regisseurs. Das ist doch gut. Der ist dahinter versteckt, oder was? Ach nee, hier.
Okay, damit kann man nichts machen, ja. Wir wechseln mal auf Abfackeln. Keine Ahnung warum, aber... Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt der Ball in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Bombenhülle. Baum. Okay. Muss ich jetzt hier wirklich eine Bombe bauen? Stopp doch! Was ist denn mit dir, ey? Hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Kann es sein, dass ich hier noch was anderes machen muss? Ich bin mir dazu ganz sicher. Gott, habe ich wenig Munition hier, ey. Alles führt mich hierher. Wir schauen mal ganz kurz. EMP-Bombe fertig bauen, 2 Quaderkerns Ionengel. Okay. Wir müssen hier so einiges finden. Und hier habe ich schon Bilder, oder? Ja. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Komme ich da rein? Nein, aber ich kann checken. Oder den Code angeben. Jesus, ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. In der Bibel steht, er nimmt Sieg ein. Wir probieren's mal. Okay, das ist schon mal gut. Ach du Scheiße. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Es klingt immer so nah. Okay, dann so. Was? Getan, Vater, dir zur Freude. Ist das ein Scheiß hier? Die trifft mir immer so scheiße. Ja. Ich habe andere Probleme. Scheiß Fun hier dazu entscheiden. Ist das so Wahnsinn hier, ey? Kann ich die ja nicht damit antworten? Ja.
irgendwie nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Kann ich die damit vielleicht auch? Natürlich nicht. Komm, dann treff's doch wenigstens, ey. Das gibt's doch nicht, oder? Gib mir das am Sack hier. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich Was? Das wird gleich Kill? Dachte ich, kann eins überwinden? Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, was wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen Ionen gehen? Wenn mich Jagd von dir ab. Ein Vorteil hat's gehabt. Ionengel haben wir gekriegt. Was ist denn mit dir? Das glaube ich doch jetzt nicht, oder? Jetzt habe ich aus Versehen so viel Ding so viel Medibags, ne? Was geht mit euch hier? Geht weiter! Da ist er noch. Oh, flieh nur! Ich bin das Sturm! Ist mir scheißegal, was du bist. So, was kann ich hier kaufen? War da denn noch jemand? Da drüben ist was, was ich brauche. So, das haben wir auch. Bin jetzt erschrocken. Das wird wieder doof. Junge, wir haben beide unsere Probleme. Ich geh dir aus mir, ich tu mir. Warte mal, da waren wir drin. Haben wir das komplett jetzt gelöst? Nein, haben wir nicht. Ah, shit. Kann ich die fackeln? Ja, die kann ich fackeln. Sehr schön. Davon haben wir ja genug. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich hier was finde. Nee, sehr. Ah, Medibag zum Beispiel. Immer Glamour. Und hier mal Power. Schadensteigerung vom Granatwerfer, das machen wir natürlich. Und da
damit kann man auch den Big Daddy wegen leichter wegknüppeln. Bin mir nicht so ganz sicher, was das da ist. Warte mal. Geht es? Nitroglycerin. Krieg ich nicht. Hm. Gibt's irgendwie... Da ist ein Knopf, oder? Das war doch vorher nicht da. Kein Muffin von sich, das ist doof, da ist es doch. Was ist mit dir, du? Mistkäfer, du. Sehr schön. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie die Pfeile wegbekommen. Ich schau mal, ob ich da das jetzt hier lösen kann. Ich glaub's aber noch nicht. Ziel erreicht. Okay. Was noch? Was fehlt denn hier noch? Ach, finde R4 Drahtbündel. Überlass den Kern, okay. Ah, Big Daddy ist was wir killen. Ich glaub's nicht. Moment, das können wir mitnehmen. Einer trampelt ja hier schon rum. Der macht mich natürlich platt, oder? Wir haben zwar jetzt hier eine Schadensteigerung. Was haben wir hier? Eine, drei. Wow, das war ein totaler Angriff. Das war klar, das überleben wir nicht. Alter, das war mal Footballspieler, oder? In seinem früheren Leben. Eine linke Nummer, dass wir die brauchen. Alter! Moment. Ich bin einfach einsam, ich bin allein! Ist mir doch scheißegal! Muss doch nicht Telefon an außen Telefon buchen! Alter Verwalter, ey! Forschungsziel abgeschlossen? Ehrlich? Nee, kann doch nicht sein, oder? So, was wir jetzt noch brauchen, ist noch einer. Warte mal. War das der von da drin, oder? Das war's! Wir werden dich ersäufen! Weiter! Was soll ich denn? Du spinnst doch mal, oder was? Oh, ein Herzlein.
Sonst muss man den Idioten da. Wie viel haben wir da von dem Explosiv? Okay, du bist beschäftigt, mach nichts. Ich muss nachladen, hör mal auf hier. Der sieht was aus, ey. Das Problem mit der Shotgun, der braucht sie ewig lang zum Nachladen. Aber wir kriegen ihn. Dann haben wir das letzte Teil und dann haben wir es. Ist er da jetzt? Nee, der ist noch unten, oder? Wieso habe ich jetzt Telekinese drin? Ich dachte, du hast vielleicht was Wichtiges. Ja, warte mal. Bienvenido, Alamo, Nido! Muchas gracias, señor! Richtig? Ziel erreicht. Bringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Da war das, ne? Nee, oder? Nee, da war's nicht. So ein Quatsch. Gott, sind die bescheuert, ey. So. Auf ihn. Der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Wir glauben, uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Komm zurück! Komm zurück! Komm wieder her! Ach komm jetzt! Was ist denn mit dir? Hast du kein Leben? Ich meine, natürlich hast du Leben, aber... Jetzt da runtergeflogen. Wieso sind die so hartnäckig? Falsche Taste. Warte, die Nummer danach. Auf jeden Fall haben wir das jetzt ab, ist fertig. Den habe ich gar nicht gesehen. Da müssen wir lang. Sind denn die so hartnäckig geworden, ey? Arsch. Sechs Kugeln. Ich dachte, die hätte ich schon voll. Ah, das Leben ist wirklich grausam, sie mir. Okay, versuchen wir es mit den Bolzen.
untersuchen? Warum kann ich immer einen leeren Tisch dauerhaft immer untersuchen? Das finde ich ein wenig doof. Das war am Anfang nicht so. Da liegt doch was. Nee, nee, Junge. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Shit, ich kann's nicht mehr. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Okay. Ich soll was machen? Das gibt doch hier böse Aua, oder? Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten. Ich hab mal nicht auf dir mischt. Der dürfte dir lieber sein als das. Was ist denn nicht drin? Ein Mädchen nicht. Ja, ja, geschossen, Alter. Nein! Ich verschieße die Wert vom Bolzen hier. Ey. Muss ich das komplett drehen? Nein, wir haben's. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Okay. Das heißt, wir müssen da runter oder was irgendwie? So. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Was hat dir Atlas angeboten? Einen Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Kann sein. Was habe ich schon für Wahl? Da durch? Hä? Achso. Kann ich euch ein bisschen verarschen oder so? Hallo, kannst du mir helfen?
Ich hau einfach mal von der Idee. Leck mich. Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Vielleicht. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Das ist doch nur, oder? Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod Shit. Und Verderben. Glaub's nicht, ey. Ich hab da keine... Jetzt muss er nachladen, ey. Stirb doch jetzt endlich mal, ey. Was ist denn mit dir? Feine Kugel, na. Himmel, Arsch und Sven hier, ey. Da waren wir ja schon mal. Was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Puh. Ja, damit sind wir in der zentralen Steuerung. Aber ich würde mal sagen, hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Das sage ich dann schon mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich bin Andrew Ryan. Und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Sieh mal, Mr. Bubbles. Ein Engel. Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Rapture ist ein Organismus, Delta. Ich bin seine Stimme. Und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Deine Tage sind gezählt. Der Spross des Propheten. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm.